Tag und Nacht befördert die Deutsche Reichsbahn viele tausend Personen und Millionen Tonnen Güter. Bei der Transportdurchführung obliegt dem Triebfahrzeugführer während der Fahrt eine besondere Verantwortung. Unterstützt wird er durch technische Sicherheitseinrichtungen auf den Triebfahrzeugen. Sicherheitsfahrschaltung, kurz SIFA genannt, überwacht die Dienstfähigkeit des Triebfahrzeugführers. Sie arbeitet nach dem Prinzip der Zeitüberwachung. Nur bei einigen Baureihen sind die Aufforderungsstufen noch weg- und zeitabhängig. Kommt der Triebfahrzeugführer der Aufforderung der Meldeleuchte oder der Hupe nicht nach, wird selbsttätig die Schnellbremsung eingeleitet und die Kraftübertragung abgeschaltet. Der Triebfahrzeugführer wird nach 30 Sekunden durch die Meldeleuchte und nach 2,5 Sekunden durch die Hupe aufgefordert, einen Taster zu bedienen. Sonst setzt nach weiteren 2,5 Sekunden die Schnellbremsung ein. 2,5 Sekunden entsprechen bei 120 Kilometern pro Stunde einem Weg von 75 Metern. Die Baugruppen der SIFA. Die SIFA-Taster. Die Bedienung der SIFA kann wahlweise mit der Hand oder dem Fuß erfolgen. Der SIFA-Prüftaster. Zum Prüfen der SIFA im Stillstand wird durch Drücken des Prüftasters ein Fahrzustand simuliert. Der SIFA-Leuchtmelder. Nach Aufleuchten des Leuchtmelders ist die Aufmerksamkeit zu bestätigen. Das Netz- und Steuergerät. Die elektrische und pneumatische Steuerung erfolgt durch diese Bauteile. Der SIFA-Störschalter und Absperrhahn. Bei SIFA-Störungen, Überführungen sowie nach dem Abstellen sind diese Bedienungselemente zu betätigen. In jeder Dienstschicht hat der Triebfahrzeugführer im Rahmen der Einsatzfähigkeitsprüfung die Funktion der Sicherheitsfahrschaltung zu prüfen und im Übergabebuch zu bestätigen. Er sichert das Triebfahrzeug gegen unbeabsichtigte Bewegung und stellt die Betriebsbereitschaft des Triebfahrzeugs her. Zur Einsatzfähigkeitsprüfung gehört auch die Bremsprobe. Der Prüfvorgang beginnt mit dem Drücken des SIFA-Prüftasters und eines SIFA-Tasters. Nach 30 Sekunden muss die Meldeleuchte signalisieren. Der Fahrschalter wird in Stufe 2 geschaltet. Die Drehzahl des Dieselmotors erhöht sich. Die SIFA-Hupe ertönt. Die Schnellbremsung wird programmgemäß eingeleitet. Die Kraftübertragung wird abgeschaltet, der Dieselmotor regelt sich auf Leerlaufdrehzahl ein. Nach kurzem Drücken eines Tasters muss sich die Hauptluftleitung auffüllen, aber die Kraftübertragung nicht wieder selbsttätig zuschalten. Die SIFA ist funktionsbereit. Der Einschaltvorgang noch einmal im Trick. Der Leitungsschutzschalter wird eingeschaltet, der SIFA-Absperrhahn von Stellung 0 nach 1 gedreht. Die SIFA kann bei selbstständiger Bewegung des Triebfahrzeugs bereits wirken. Zur Bedienung während der Fahrt muss noch die Richtungssteuerwalze in eine Fahrtrichtung geschaltet werden. Mittels eines SIFA-Tasters kann auf dem jeweiligen Bedienpult des Führerstandes durch kurzzeitiges Loslassen und Drücken die Aufforderung bestätigt werden.
Störungen an der SIPA während der Fahrt werden dadurch erkennbar, dass der Triebfahrzeugführer die Aufforderung durch Drücken eines oder mehrerer Taster nicht aufheben kann. Sofort muss er den Zug zum Halten bringen. Zur Weiterfahrt des Zuges mit voller Geschwindigkeit muss ein zweiter Betriebseisenbahner auf dem Führerstand mitfahren. Der Triebfahrzeugführer hebt die Aufforderung und Wirksamkeit der SIPA durch das Betätigen des Absperrhahns und SIPA-Störschalters auf. Der Zugführer als zweiter Mann wird über die Bedienung der Bremseinrichtung unterrichtet. So kann die Zugfahrt wie vorgesehen beendet werden. Aber ohne zweiten Betriebseisenbahner darf die Fahrt nur mit maximal 30 km pro Stunde bis zum nächsten Bahnhof erfolgen. Auf Triebfahrzeugen wird außer der SIPA noch eine Zugbeeinflussungseinrichtung installiert, die von der Strecke auf den Zug einwirkt. Bei der Deutschen Reichsbahn gelangen drei verschiedene Bauformen der PZB zum Einsatz. Die Bauform I60 Siemens wurde in den Jahren 1970 bis 1980 aus der BRD importiert. Weiterhin ist die Bauform I60 Ikrit aus der Sozialistischen Republik Rumänien im Einsatz. Bei diesem System erfolgt die Registrierung der Fahrinformationen durch ein kombiniertes Geschwindigkeitsanzeige- und Registriergerät. Seit 1984 wird die in der DDR entwickelte punktförmige Zugbeeinflussungseinrichtung mit der Bezeichnung PZ80 auf Triebfahrzeugen der Deutschen Reichsbahn eingesetzt. Das Registriergerät kann an beliebiger Stelle im Triebfahrzeug angebracht sein. Vorzugsweise befindet es sich im Führerstand. An drei Streckenpunkten ist eine Informationsübertragung auf das Triebfahrzeug über Gleismagnete möglich. 1000 Hertz am Vorsignal. 500 Hertz zwischen Vor- und Hauptsignal. Und 2000 Hertz am Hauptsignal. Bei Annäherung des Fahrzeugmagneten an einen wirksamen Gleismagneten verringert sich, wie im Bild grafisch dargestellt, infolge induktiver Kopplung der Fahrzeugmagnetstrom und erreicht sein Minimum bei der Stellung Fahrzeugmagnet über Gleismagnet. Das führt zum Abfall des Impulsrelais und zur Auslösung weiterer Schaltvorgänge. Im Gefahrenfall wird sofort die Zwangsbremsung ausgelöst. Der Gleismagnet ist am Schienenfuß montiert. Er wird über entsprechende Kontakte des Signals geschaltet. Bei Fahrtstellung sind die Kontakte geschlossen und der Gleismagnet ist unwirksam. Bei Haltstellung öffnen sich die Kontakte und der Gleismagnet ist wirksam. Gleis- und Fahrzeugmagnete müssen unter allen Betriebsbedingungen eine sichere Informationsübertragung gewährleisten. Die Prinzipien der PZB-Überwachung sind unterschiedlich. Sie werden am Beispiel der Abbremsung eines Zuges dargestellt. Spätestens 4 Sekunden nach erfolgter Beeinflussung 1000 Hertz ist eine Wachsamkeitstaste zu bedienen. Bei den Bauformen I60 Siemens und Ikrit muss die Geschwindigkeit so vermindert werden, dass die Fahrverlaufslinie stets unterhalb der Überwachungspunkte verläuft. Anderenfalls, sowie bei Nichtbedienung der Wachsamkeitstaste oder bei Nichtbeachtung des Haltesignals, setzt sofort die Zwangsbremsung ein. Die Überwachung durch die Bauform PZ80 erfolgt durch eine geschlossene Kurve vom Standort des Vorsignals bis annähernd zum Hauptsignal.
Die Überwachungskurve darf von der Fahrverlaufslinie an keiner Stelle berührt werden. Sonst setzt sofort automatisch die Zwangsbremsung ein. Damit bietet die PZ80 eine bedeutend höhere Sicherheit. Baugruppen der PZB-Einrichtung. Die Fahrzeugmagneten. Sie befinden sich außen am Triebfahrzeug und dienen zur Aufnahme der Informationen von der Strecke. Der Ferngeber. Er nimmt vom fahrenden Triebfahrzeug die Drehzahl des Rades auf, die in Abhängigkeit vom tatsächlichen Raddurchmesser in den entsprechenden Geschwindigkeitswert umgesetzt wird. Das Schaltgehäuse, die zentrale Informationsverarbeitungseinheit. Die pneumatische Baugruppe. Sie löst die Zwangsbremsung im Gefahrenfall aus. Das Registriergerät. Es zeichnet Fahrinformationen auf. Die Bedieneinheit. Die Wachsamkeitstaste ist stets bei Vorbeifahrt an einem wirksamen Gleismagneten 1000 Hertz zu bedienen. Durch Betätigung der Freitaste wird die Rückstellung der PZB-Einrichtung nach erfolgter Zwangsbremsung erreicht. Ist eine Überwachung zum Beispiel durch Signalbegriffwechsel nicht mehr notwendig, hat der Triebfahrzeugführer die Möglichkeit, diese durch Betätigung der Löschtaste zu beenden. Die Befehlsschalterbetätigung ermöglicht die zulässige Vorbeifahrt an einem haltzeigenden Signal in Stellung Befehl oder beim permissiven Fahren in Stellung Permissiv. Die PZB-Programmeingabe. Mit ihr erfolgt das jeweils zu aktivierende Überwachungsprogramm. Der PZB-Haupt- und Störschalter. Sie sind verplombt und dürfen nur im Störungsfall betätigt werden. Der PZB-Absperrhahn. Er ist im geöffneten Zustand verplombt. Die Anzeigeeinheit. Vier Leuchtmelder signalisieren Funktionen. Die Geschwindigkeitsanzeige arbeitet digital. An diesem Triebfahrzeug wird im Rahmen einer planmäßigen Instandhaltung von zwei Sachkundigen für Zugbeeinflussung eine komplette Funktionsprüfung der PZB durchgeführt. Mit der Fahrzeugmagnetprüflehre sind die Einstellmaße des Fahrzeugmagneten zu ermitteln. Gegebenenfalls sind Lagekorrekturen vorzunehmen. Diese Prüfung erfolgt in regelmäßigen Abständen von 3 Monaten. Aus dem Registriergerät wird die Kassette mit dem Schreibstreifen entnommen. Die Auswertung des Schreibstreifens gibt wichtige Hinweise zur Funktionstüchtigkeit der PZB, aber auch zum Fahrverlauf und zum Betriebsgeschehen auf der Strecke. Hier hat das Gerät eine Zwangsbremsung durch die PZB registriert. Der Beginn und das Ende der Funktionsprüfung ist auf dem Schreibstreifen zu kennzeichnen. Wurden alle Messungen durchgeführt und ist die Funktionstüchtigkeit der Anlage erwiesen, wird die Verplombung der festgelegten Baugruppe vorgenommen. Ein Prüfprotokoll ist auszufertigen, welches alle aufgenommenen Messwerte enthält. Es ist durch den Sachkundigen für Zugbeeinflussung unter Angabe der Gewährleistungsfrist zu unterzeichnen. Der Triebfahrzeugführer hat das Fahrzeug übernommen und führt die Einsatzfähigkeitsprüfung aus. Er beginnt mit einer Sichtkontrolle und achtet insbesondere auf festen Sitz der Baugruppen, eventuelle Beschädigungen und ordnungsgemäße Kabelführung. Zu seinen Aufgaben gehört auch die Überprüfung der Verplombung. Nach Eingabe des Prüfprogramms wird die Funktionstüchtigkeit der elektrischen Teile bestätigt.
Vor Beginn der Fahrt ist durch den Triebfahrzeugführer die Schreibstreifenbeschriftung vorzunehmen. Außerdem ist das für den Zug vorgeschriebene Überwachungsprogramm einzustellen. Durch Aufleuchten des Leuchtmelders PZB wird die Betriebsbereitschaft der Anlage signalisiert. Die Zugfahrt kann beginnen. Bei Fahrtstellung der Signale sind durch den Triebfahrzeugführer keinerlei PZB-Bedienhandlungen vorzunehmen. Bei Störungen an der Fahrzeugeinrichtung sind diese in das Triebfahrzeugmängelbuch einzutragen. Bei Störungen an der Streckeneinrichtung ist sofort die zuständige Betriebsstelle zu unterrichten. Außerdem ist ein entsprechender Meldezettel auszufüllen. Die Vorsignalisierung einer Geschwindigkeitseinschränkung erfordert die Betätigung der Wachsamkeitstaste spätestens 4 Sekunden nach Vorbeifahrt am Signal. Der Leuchtmelder, gelb 60, signalisiert die laufende Überwachung. Die gleiche Bedienungshandlung ist bei der Vorsignalisierung der Signalstellung Halt vorzunehmen. Während der zulässigen Vorbeifahrt am Halt zeigenden Hauptsignal ist zur Vermeidung einer Zwangsbremsung infolge des wirksamen Gleismagneten 2000 Hertz der Befehlsschalter einzulegen. Bei eingelegtem Befehlsschalter wird eine Geschwindigkeitsüberwachung von 40 km pro Stunde vorgenommen. Die verbesserte Verständigung und Disposition während der Fahrt mit Hilfe des Zugfunks fördern die Rationalisierung der Betriebsführung der Deutschen Reichsbahn. Sind Sie streckenkundig von Zossen bis Berlin-Schönefeld? Die elektronische Sicherheitsfahrschaltung SIFA, die punktförmige Zugbeeinflussung PZB und der Zugfunk tragen zur erhöhten Sicherheit im Eisenbahnverkehr bei.